wunderschönen guten Abend hier zur telemedialen Stunde des Austauschs von Wissens, der telemedialen spirituellen Fernsehlebensschule. Wir sind hier im Kreis an der Pyramide und bevor wir gleich an den Tisch gehen, tauschen wir kurz die Energie mit Ihnen, liebe Zuschauer, aus. Und wir schicken erstmal Ihnen Energie. Wir gehen an die Glasscheibe und geben dann die Energie an die Kamera 5. Auch mal über ein Feedback würde uns freuen, ob und wie man die Energie von uns im Wohnzimmer zu Hause spürt, ob man uns wahrnimmt und wie man uns wahrnimmt. Ja, gut, danke. Ja, und nun die Zuschauer auf die Spitze der Pyramide. Konzentrieren. Ja, und wir holen mal, gehen mal unter die Pyramide. Auf den Kreis. Bisschen was, ne? So nachher um 21 Uhr nochmal nachschauen. Geben wir einen Platz. Vielen Dank. Hier am Tisch. Ich fange hier rechts an. Die in die Flammen schauende Lena, unsere Seelenheilerin Maria Sitzius. Was wir schon lange nicht mehr gesagt haben, dass du natürlich auch aus einem Schatz des Huna-Wissens schöpfst, ist sehr wichtig. Das Huna-Wissen ist ein altes, so 5000 Jahre altes, 5000 Jahre altes hawaiianisches Wissen. Also das war schon vor dem Fischezeitalter da. Wir gehen jetzt in den Wassermann und es ist ein sehr altes Wissen. Dann natürlich schon immer vertrauter, die Mattia rechts an meiner Seite vertritt die Belegschaft und speziell natürlich das Service Center. Ja, und dann meiner linken Seite Uwe, moderiert die Schule, wenn ich nicht da bin. Angela Ellen, Lebensberaterin, freut sich immer, wenn sie glücklich ist. Ja. Heute unser Thema mit die älteste Beraterin, mit der ich zusammenarbeite, aber nicht vom Alter her, sondern ist schon seit Primetime dabei, mit einer der Ältesten, schon 2-3 Jahre, ja,
Studioberaterin bei uns, Astrologin, und heute stehen die Konstellationen von Pluto und? Pluto, Jupiter, Sonne, Merkur und Mars, so ein richtiges Kraftpaket. Also heute steht's für Gut und Böse, Freund oder Feind, Schwarz oder Weiß. Ja, und dann noch am Tisch die Ute. Ich sage einfach mal, sehr spirituelle Lebensberaterin, die auch noch die Karten in die Hand nimmt. Hilfsmittel. Hilfsmittel, ja. Ja, Gloria, leg mal ein bisschen vor, Gut und Böse, und kreis es mal ein, was es mit den Planeten bedeutet. Ja, wir haben im Moment eine sehr interessante Konstellation. Eine, die uns auf einer sehr einfachen Ebene berühren wird, auf der materiellen Ebene berühren wird. Und zwar dafür steht der Mars, der steht für unsere Körperlichkeit. Und es geht also um trotz allem um die Transformation. Und dafür haben wir dann noch den Pluto, der uns alle inneren, alle tiefen Bereiche, die einfach in uns drinnen sitzen, die wir auch wegdeckeln wollen, ganz oft nicht möglich. Es kommt einfach raus. Zusätzlich ist nebenbei Jupiter. Und Jupiter steht für die Größe, für die Fülle, für den Himmel, für die Aufrichtung, für das Licht. Und da sehen wir schon also diesen Kampf zwischen Licht, dem Jupiter, und auch Pluto, Mars, den sehr tiefen Begierden, auch den sehr tiefen Ebenen. Als Unterstützer gibt es also noch Sonne, was einfach unser Zentrum, unser Ausstrahlen ist. Und Merkur. Merkur, der Götterbote, der zwischen oben und unten vermittelt und es auch in die Sprache bringt, es auch einkleidet, aussprechen lässt. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz interessante Ebene, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen, dürfen und das mal als Thema auch nehmen. Also zurzeit haben wir ja sozusagen dann sehr, sehr heftige Gestirne. Vor ein paar Wochen ist der Pluto ins galaktische Zentrum gelaufen, dann kam der Jupiter dazu. Und auch da hat man gemerkt, jetzt bewegt sich richtig was. Auch bei uns spüren wir es ganz massiv im Unternehmen und unter den Beratern. Ja, und ich habe schon geguckt, Heiligabend ist Vollmond, also da poppt alles hoch, denke ich, da werden die Gefühle ganz deutlich. Heiligabend ist sowieso der Hauptfeiertag der Fische, also alles konzentriert sich da gerade drauf hin, und ich spüre gerade, wenn es um den neuen Weg geht, dann sehe ich, wie stark der Magnet des Fisches noch zieht, ob noch der eine oder andere Text geschrieben wird, der für uns wichtig ist, oder da was getan wird, oder ob nichts mehr geht, weil jetzt schon die Plätzchen gebacken werden müssen und die Geschenke und das Einkaufen. Also auch in den Städten muss es richtig heiß zugehen. Die Leute sind wieder im Kaufwahn, ja, im absoluten Kaufwahn. Wo ich eigentlich erkannt habe, dass wir gerade viel vom geistig-materiellen Energieausgleich reden, ist Heiligabend oder Weihnachten, wo wir weinen, wo das Herz berührt ist, wo die ganzen Projektionen an die Familien, wo alles dranhängt, wo wir drauf reflektieren, dass gerade an Weihnachten nicht geistiges Gut mit materiellem ausgeglichen wird und emotionales Gut durch Heilung ausgeglichen wird, sondern es wird emotionales Gut mit Materie ausgeglichen. Und was mich interessiert, ist das eigentlich schon jenseits von Gut und Böse? Oder ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Den geistigen Wert, den kann ich auch irgendwo immer klar definieren und bepreisen. Ein emotionaler Wert,
ist schon schwieriger. Das haben wir das letzte Mal gehabt. Die Standardbepreisung des emotionalen Wertes ist auch nach Geschmack in der Prostitution bewertet. In einer seriösen Ebene, nämlich emotionale Energie bei Massagen zum Beispiel, ist auch Emotion. Da sind die Preise klar definiert. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich nicht möglich, einen gerechten Ausgleich zu machen. Und manchmal liegt es an der Rarität. Ich habe mal das Leben hat es mir geschenkt und ich durfte mal Weihnachten fast ausfallen lassen und war dann an Heiligabend vor ein paar Jahren ganz alleine zu Hause. Ich hatte nur ein einziges Geschenk von meiner ältesten Tochter. Es waren zwei so Duftkirschen, die man im Auto über den Autospiegel hängen kann. Und die standen dann da drunter. Eine Freundin hat gesagt, Thomas, du brauchst einen Christbaum, ist mit mir noch los, einkaufen. Wir haben Kugeln rangehängt. Und dann saß ich da, wenn man so gewöhnt ist, normal, diese ganzen Rituale, Familie, ganz alleine. Ich sage euch, das spürt man Weihnachten in jeder Zelle. Und wenn dann ein Wert kommt, wo der Betrag gar keine Rolle spielt, sondern nur dieses eine, nur dieses eine. Das ist schwächlich, das habe ich heute noch auf dem Altar und da rieche ich heute noch dran. Das duftet noch nach 3 Jahren. Und wenn ich diesen Duft nehme, dann sitze ich wieder da und spüre es. Also, warum rennen die Leute und kaufen so Teures, wenn es, wie wir überhaupt spüren, kommt drauf an, welche Menge uns zugeführt wird, wenn wir von allem beschenkt werden, dann weiß der gar nicht, danke, 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 danke. Ne? Und man kann es gar nicht fassen. Und umgekehrt, wenn du da nur ein kleines Teil hast. Und es berührt dich total. Es hat Tonnen gewogen, das Ding. Ne? Hat es total gespürt. Wie ist das? Wie seht ihr das? Die Emotion materiell auszugleichen. Ist es sowas wie Freikaufen oder eine Schuld, sich vernachlässigt zu haben, jetzt finanziell auszugleichen? Ist es vielleicht manchmal besser, von Hand ein Bild zu malen oder etwas zu basteln, dass es etwas ist, was von einem selber kommt? Ich hatte Zeiten, da habe ich Weihnachtsgeschenke einkaufen lassen. Das war auch komfortabel. Aber ist das noch von Seele? Ich durfte so ein Weihnachten auch schon verleben, habe 3 Kinder und bin getrennt, geschieden und habe vorletztes Jahr Weihnachten meine Kinder irgendwann kurz nach Mittag nach Hause gefahren, also zu ihrer Mutter, und den Rest dann alleine zu Hause verbracht. Und da ging es mir ähnlich wie Ihnen, Herr Hornauer. Da waren ein paar Geschenke gelegen, aber von meinem Sohn, der ist heute 10 Jahre, also damals 8, das ist so ein ganz, ja, wie soll ich sagen, der ist authentisch ohne Ende. Ja. Herzlich, aber da kommt es auch so richtig knallhart mal rüber. Und schenken ist so gar nicht seins, weil das plant er nicht, der kann das nicht planen. Mhm. Aber an dem Tag ist ihm eingefallen, es ist Weihnachten, und dann hat er bei mir zu Hause vormittags, hat er so ein Geschenk gebastelt, halt mit seinen 8 Jahren. Und zwar hat er seinen Lieblingsstein in so ein Blatt eingepackt, das Blatt oben zusammengeschrumpelt und hat noch mit Kraxelschrift Papa draufgeschrieben. Und das lag dann bei mir unterm Weihnachtsbaum. Und das war an dem Weihnachten mein schönstes Geschenk. Da war Emotion ohne Ende drin. Mhm. Ja?
Meine Tochter auch, also gibt es gar keinen Zweifel. Aber von dem Kerl, von diesem 8-jährigen Jungen, da war das einfach phänomenal. Also ich habe die Emotion gespürt, die da dahinter gesteckt ist. Ja, weil es von Herzen kam, weil er auch gesagt hat, es ist mein Lieblingsstein. Ne? Ja, wir haben hier heute vom Herrn Thiel ein paar Texte bekommen und ein paar Zeilen, was wir heute reden können. Gut und Böse werden wir gleich nochmal anschauen. Auch dieses Thema der Energieausgleich über eine andere Ebene, nämlich materiell-emotional, wollte ich nochmal kurz eure Sichtweise hören. Haben wir heute schon mal Fragen da, die vielleicht auch Sie, liebe Mitschüler zu Hause, der beratenden Zunft, sich mal verinnerlichen dürfen. Gibt es ein spirituelles Gewissen? Welche Informationen darf ich in einer Beratung weitergeben? Angst vor der Macht der spirituellen Kräfte. Bin ich als Berater stark genug, diese Kräfte zu ertragen? Ist die Spiritualität und der Glaube an Gott gegensätzlich? Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Berater. Was ist spirituelle Energie? Hat sie jeder Mensch? Was ist spirituelles Bewusstsein? Wie mache ich mir meine eigenen Fähigkeiten bewusst? Gibt es eine spirituelle Verantwortung? Ja, haben wir eine große Agenda heute. Also, nimmt mal die Mikrofone hier bei der Ute an, nicht nur, dass ich heute rede wieder. Bevor wir zur Gute Ute, zu Gut und Böse kommen. Ute, wie siehst du das? Sorry. Geistig, materiell ganz klar, definierbar. Also es ist aber emotional, materiell. Es ist für mich als Beraterin ganz wichtig, dass in einer Beratung etwas rüberkommt. Und wenn in einer Beratung etwas fließt, dann fließt Energie. Und je mehr derjenige, der mir gegenüber ist, offen ist, umso mehr kann er von dieser Energie aufnehmen. Mhm. Und dadurch bin ich dann hinterher genauso zufrieden wie derjenige, der mit dem ich gesprochen habe. Und was aber ganz wichtig ist, ist auch, damit keine Schuld entsteht, dass derjenige, der bei mir jetzt Rat gesucht hat, nicht in meiner Schuld ist, bin ich der Meinung, ist ein materieller Ausgleich sehr wichtig, damit wir wieder beide auf der gleichen Ebene stehen können. Es ist aber natürlich auch so, wenn jemand wirklich Hilfe braucht, ist es für jemanden, der spirituell ist, auch ganz wichtig, immer da zu sein und ein offenes Ohr zu haben. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, ich würde ganz gern was über dieses Schenken auch noch sagen. Und ich war mal in einer Gruppe, also eine Langzeitgruppe, und da ging es um Geschenke auch darzubieten, etwas jemandem anderen zu geben. Und das war für mich sehr, sehr berührend. Also immer wieder es zu versuchen und zu probieren und zu üben auch, wie kann ich jemandem etwas schenken? Wie kriege ich es wirklich vom Herzen herüber? Und wie gebe ich das jetzt nur einfach, ach, da hast du ein Geschenk oder ich habe dir was mitgebracht. Also da ist ein riesengroßer Unterschied von, ja, ich habe es wirklich für dich ausgesucht oder es ist das, was ich dir vom Herzen her gebe und das spielt überhaupt keine Rolle.
also was dieses jetzt kostet, was es für einen Wert hat, sondern dieses zu üben. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft das auch nicht kann oder dass wir, die meisten von uns, es nicht gelernt haben, ein Geschenk auch mit dem Herzen oder mit der Freude zu geben, sich zu geben oder zu präsentieren auch. Ja, manchmal kommen auch die wahren berührenden Geschenke ganz plötzlich und unerwartet. Mhm. Sie kommen ohne Vorwarnung. Mhm. Und manchmal ist ein Blick oder was ganz, ganz Kleines, mhm, was einfach berührt. Ja. Maria. Was mir ganz spontan dazu einfällt, wir müssen lernen, uns nicht hinter Geschenken zu verstecken, hinter großen Geschenken. Manche Menschen möchten sich auch freikaufen durch Geschenke. Und das finde ich also ist eine ganz schlechte Ebene. Mhm. Große Geschenke, das ist für mich auch manchmal eine Art von Freikaufen. Es kommt immer auf den Beweggrund an. Mhm. Aus welchem Beweggrund schenke ich etwas? Aber irgendwie ist Freikaufen auch nicht irgendwie was Tolles? Nee, gerade aus dem Grund müssen wir lernen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die schenken große Geschenke aus dem Grunde, weil sie einfach ein schlechtes Gewissen haben. Genau, es geht ums Gewissen. Und andere schenken was ganz Einfaches, aber es kommt eben ganz toll an. Ich hatte letzte Woche einen Besuch da von einer ehemaligen Schülerin. Wir haben die Lene Morkat nur als Beispiel erarbeitet und eigene Ideen reingebracht. Das hat sie mir jetzt in ein Buch gebunden. Mhm. Also alles selbst gearbeitet. Es hat mich derart gerührt. Ich bin sicher, es war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ja, wir sind jetzt gerade beim nur so hinlegen, meinte ich, beim Gewissen angekommen und möchte ich einfach auch mal die erste Frage stellen. Gibt es ein spirituelles Gewissen? Ganz kurz, committen. Ja oder nein? Ja. 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 Ja, ja. Ich weiß es nicht. Mal provokant. Gibt es eins? Okay. Wie sieht's aus? Nix. Okay, dann aus der Stimme raus. Ich fordere mal nicht auf, sondern. Ja. Hier. Ja. Der Ausgleich, das Wissen. Ich bin, oder so man sollte selber der größte Kritiker sein. Der größte Kritiker, das Gewissen in einem. Und also die Selbsthinterfragung, genau, ist das spirituelle Gewissen. Genau. Die ehrliche Selbsthinterfragung. Und weil man ja aus auch, dem wirklichen tiefen Ich. Man weiß ja auch, dass man alles im Leben ausgleichen darf. Hm. Und deswegen sollte man seine Schritte mit Bedacht wählen. Ja. Doch nach einer Beratung, also arbeite ich nach. Nicht sofort, wenn eine hintereinander hinter der nächsten kommt, aber anschließend auch hinter einer Beratung. Hm. Ich hinterfrage sie nochmal, was richtig, was okay, und gebe mir dann das Ja oder auch das Nein. Ja, ich möchte da an der Stelle noch die Frage, was ist spirituell? Was versteht man darunter? Ja. Ich würde sagen, als erstes mal das Anerkennen, dass es mehr gibt als das, was ich sehen kann, spirituell, das Geistige, auch die Energie und alles, was damit zu tun hat, und dann sich anfangen, damit auseinanderzusetzen und anzuerkennen, dass alles, was ist, göttlich gegeben ist und dadurch mit Spiritualität nur zu erfassen ist, weil wir gar nicht alles sehen können, was es alles gibt. Ja, es kommt hier nochmal die Frage, was ist ein spirituelles Bewusstsein? Ein spirituelles Bewusstsein
schließt eigentlich die andere Frage mit ein, wie das spirituelle Bewusstsein könnte sein. Ich bin mir bewusst, mein Geist lebt ewig und immer und unendlich. Ich glaube, das ist das auf den Punkt gebracht. Ja, dann ist es die Frage mit der Frage Angst vor der Macht der spirituellen Kräfte. Da glaube ich, von der spirituellen Kraft muss man keine Angst haben. Sie ist immer da. Eine Spiritualität ist einfach immer da. Ich glaube, eher falsch angezettelte Magie ist das, was Angst macht oder vor das, was man sich fürchtet, Lena. Manchmal kann man aber auch mit der Spiritualität nicht richtig umgehen. Wenn man zum Beispiel jetzt diese Fähigkeiten hat, hell zu sehen, hell zu fühlen. Und wenn das schon von Kind auf an ist, dann weiß man nicht damit richtig umzugehen. Mir ging es so. Mhm. Und ich habe erst viel später erst erkannt, was ich für Fähigkeiten habe. Und habe dann erst was daraus gemacht. Und eigentlich schon fast zu spät. Mhm. Ja, die... Ist das wirklich die Fähigkeiten? Glaube ich nicht unbedingt, dass die sogenannten jetzt gerade noch spirituellen Fähigkeiten in diese Rubrik gehören, denn die Fähigkeiten der Hellsicht werden ja eigentlich, oder der Hellfühligkeit, werden ja von der Intention geleitet, die können ja genauso fürs Böse eingesetzt werden. Oder? Wie? Ist das überhaupt, ist das nicht eine menschliche Fähigkeit, eine Hellsichtigkeit, sowas wie eine Hellhörigkeit, wo auch siebter Sinn sagt, oder ist Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit, glaube ich, doch eher ein Aspekt eines besonders ausgeprägten intuitiven Wissens? Ist richtig, das stimmt. Aber woher soll man das dann als Kind wissen, was dann gut und was schlecht ist? Ja. Das war bei mir damals so. Mhm. Ich wusste nicht, was auf mich einströmte. Dann kam davon Energie, da kam von der anderen Seite wieder was anderes und ich konnte es nicht einsortieren. Mhm. Ja. Uwe. Ich beziehe mich nochmal auf diese Aussage Angst vor der Macht der spirituellen Kräfte. Ich glaube nicht, dass spirituelle Kräfte von sich aus eine Macht ausüben, sondern ich glaube, dass wir es sind, die dann über Mechanismen in unserer Dualität zu der einen oder zu der anderen Seite neigen. Mhm. Aber Spiritualität oder Spirituelles an sich birgt zwar Energie, aber keine Macht. Also für mich jedenfalls nicht. Doch. Ich glaube, ich kann es jetzt ein bisschen auf den Punkt bringen, also mich einem Punkt annähern. Wenn wir mal das anders sagen, sondern wir reden von einer spirituellen Welt, dann können wir auch von der geistigen Welt sagen. Wenn wir von der geistigen Welt reden, dann reden wir von allem, was wir nicht sehen und angreifen können. Und der Glaube an die unsichtbare Welt oder an die geistige Welt, das ist schon mal die eine Grundlage. Glaube ich nur an das Physische? Oder weiß ich auch tatsächlich, da oben gibt es Engelshierarchien und auch die Hierarchien, die über die Engel bis zum Zentrum des Kosmoses, zum Schöpfer gelangen? Oder die Energien, die genau die spirituellen Kräfte und Mächte, die in die andere Richtung gehen, die über die Dämonen und so weiter bis zum Zentrum des Teufels wieder gehen. Also dann kann ich alles erstmal, was spirituell ist, in die unsichtbare Welt. Oder trennt ihr das? Könnt ihr da noch das trennen? Also das eine ist die göttliche Welt, die göttliche göttlich-spirituelle Welt.
Und das andere ist die teuflische spirituelle Welt. Also mir hat mal eine Lehrerin gesagt, in der unsichtbaren Welt ist es genauso komplex und genauso vielfältig wie hier auf der Erde. Es gibt genauso viele Seelen wie Menschen. Es gibt gute, böse, Scharlatane, Schlitzohren. Es gibt noch so andere Art von Wesen, wie die nicht nur richtige Geistwesen sind, sondern auf anderen Ebenen, so wie wir die Tier- und Pflanzenwelt haben, ist das alles nochmal so wie im Oben, so im Unten. Und deswegen ist spirituell gerade die spirituelle Angst, jemand, der die unsichtbare Welt kennt, der mit ihr vertraut ist, in ihr reist, in ihr spazieren geht, sie versteht, der hat sie nicht zu fürchten. Wenn ich aber mich dort nicht auskenne und in zu tiefe Bereiche reingehe, dann kann es sehr gefährlich werden. Aber wer nur Materie ist und an Materie glaubt, der fürchtet das, was er nicht sehen kann. Und der Mensch neigt dazu, dass das, was er nicht kontrollieren kann, so, dem ist er eher feindlich gesinnt. Und man neigt dazu, es erstmal, wenn es geht, zu töten. Man müsste mal so eine statistische Beobachtung machen. Setz mal irgendwo jemand eine Spinne hin, was die Menschen tun. Trägt er sie raus oder ignoriert er sie oder tötet er sie? Ich denke, dann weiß man es. Da kann man es. Ich trage sie raus. Ja, ja. Ja, also aber ich habe schon oft Frauen erlebt, die sehr gottesgläubig sind, aber die Spinne direkt getreten haben. Ne? Ja, es ist eine Angst vor dem Unbekannten. Ja, was ist spirituelle Energie? Magie ist eine spirituelle Energie. Liebe ist eine spirituelle Energie. Positiv polarisiert, schafft aber auch Abhängigkeiten. Das haben wir alles schon erlebt. Ich glaube, die Liebe ist der Meister im Schaffen von Abhängigkeiten. Man merkt es immer erst hinterher, wenn man reingefallen ist. Ja, Angst ist eine spirituelle Energie. Nach Cheldrick, morphogene Felder sind spirituelle Energien, die über die Ahnenreihen gehen. Der Hellinger hat da viel damit rumexperimentiert und rumgemacht mit seinen Familienaufstellungen und so. Sensationelle Erkenntnisse rausgezogen, wo man sieht, dass das Unsichtbare, wenn man es dementsprechend berührt, ganz gezielt mathematisch genau Ursache und Wirkung auslösen kann. Was ist spirituelles Bewusstsein? Die Frage ist schon sehr einseitig. Was ist materielles, was ist generell, müsste man klären. Was ist Bewusstsein? Was heißt das auf Englisch? Wer weiß das? Huh? Mind? No. Mind ist sowas wie Geist oder Spirit, Mind, Verstand. Was ist Bewusstsein? Etwas wahrzunehmen? Ja. Das ist Bewusstsein, ne? Dass ich
mir meiner Handlungen bewusst bin und sie nicht einfach automatisch setze. Ja, sehr gut. Die Klarheit darüber. Das ist auch ein bewusster Umgang mit dem Bewusstsein. Bewusstes Handeln. Wenn ich etwas tue, was ich nicht will, war es nicht ich. Wer dann? Ich denke, wir haben ganz viele Bereiche in uns, unbewusste Bereiche in uns. Aber wer dann? Ja gut, und wer ist das dann? Wer ist das alles, was du machst, was du unbewusst machst und du bist es nicht? Wer ist das dann? Getan hat es jemand. Je nach Therapieansatz oder Fakten, Fakten, Fakten. Wer ist das dann? Die Seele. Die Seele. Die Seele. Das Unterbewusstsein ist die Seele. Nö. Ich sag mal, alle Bewusstseinsebenen sind die Seele. Bewusstsein ist das? Ich will nochmal auf der Frage, dass du das Glas nicht umsonst umgeschmissen hast. Gefühlssee, hm? Nee. Die Frage, die gilt jetzt mal an die ganze Runde. Wenn man etwas nicht tut, wenn man etwas getan hat, was man nicht wollte, wer hat es dann getan? Wer war's dann? Komm, ich provoziere mal ein bisschen ran, wenn er nicht kommt. Okay, kommt was endlich. Ja, auf. Wer war's? Also es war immer noch derselbe für mich, aber nein. Nein, ich gleich weg, bevor wir viel Zeit verschwenden. Wenn jetzt auch gerade als Spielverderber wirkt. Konkreter, wer war's? Beeinflussung. Von wo? Beeinflussung durch andere Menschen. Ja. Ja. Das ist durch andere Wesenheiten. Genau. Jetzt wird's konkret. Wo kommen die her? Wie entstehen die? Die entstehen auch von Seelen, die sich nicht gelöst haben von dieser Erde. Das sind Projektionen. Ja. Projektionen, die wir gelernt haben, Konditionierungen. Aber du bist es nicht alles, was du nicht tust. Was du nicht bist, bist nicht du. Wolltest du das Glas umwerfen? Aber das ist eine riesengroße Gefühlspfütze hier. Okay, jetzt gehen wir, darf mal reingehen? Wolltest du das Glas umwerfen? Nein. Wozu hast du es dann nicht getan? Es ist passiert. Genau, aber du wolltest es nicht. Also dann warst du es nicht. Also jetzt gucken wir. Welches Wesen war es, das da bei der Gloria drin gehockt ist, das da rein ist? Und es war irgendein Wesen, aber es war es nicht du. Irgendjemand in dir hat sich jetzt von mir angegriffen gefühlt und weil ich so provoziert habe vielleicht das Wesen. Ja, Maria nickt. Ist das so? Wie siehst du es? Ja, das sehe ich so. Es war ein Wesen, was die Runde stören wollte. Es war ein Wesen, das es... Und es steigt ein in Flächen, wo die Räume nicht eingenommen sind. Jetzt kommen wir an das Thema Bewusstsein nochmal ran. Dort, wo man sich selber nicht bewusst ist, ist man fremdbewusst. Das ist was Fremdes, was nicht du bist. Du bist es nicht. Vor ungefähr 4-5 Jahren habe ich mit dem ersten Astrologen, mit dem lieben Martin Schmidt geredet. Und er sagt, Herr Hornauer, die Speise der Götter ist das Bewusstsein. Ja, und so ist es. Unser Bewusstsein ist das, was wir selbst sind. Und die Kernstärke des Bewusstseins ist die Kraft. Und
umso mehr wir uns selbst, unserem Göttlichen bewusst sind, umso weiter können wir es ausdehnen, umso größer unsere Vorstellungskraft ist, umso weiter können wir es ausdehnen bis ans Ende des Universums oder ins Mikrokosmos runter, umso weiter unsere Vorstellungskraft geht, können wir runter und das Bewusstsein so klein machen wie ein Atom und damit in Zellen arbeiten und reparieren, so wie es die Schamanen machen. Natürlich muss man es üben, trainieren, wie muss man es bewegen. Aber das ist einmal die voluminöse Ausbreitung oder Zusammenziehung des Bewusstseins. Aber dort, wo wir uns nicht selbstbewusst sind, sind Wesen in uns, die uns energetisch absaugen. Und es sind Wesen, die kollektiv verbunden sind und sie saugen dir deine Lebenskraft ab, deine Lebensexistenz. Und das Einzigste, was man tun kann, ist, bewusst zu sein und bewusst zu leben. Also einfach die Hand kontrollieren. Wie soll ich dich heute Abend eine Sendung im Fernsehen machen lassen, wenn du nicht mal deine Hand in der Kontrolle hast an so einem großen Tisch und es schaffst, ein Glas umzuwerfen? Das heißt, die Motorik ist da sehr, aber es ist eine reine Konzentrationssache. Also natürlich kannst du sehr feinmotorisch sein an deinem Laptop und so auch, aber du bist nur sicher, genau wie du selber gesagt hast vorher, wenn du in deinem Bewusstsein, wir machen eine Übung auf. Machen Sie mit, liebe Zuschauer. Wir nehmen die rechte Hand. Der es schon kennt, verrät es nicht. Und wir schauen in das Zentrum unserer rechten Hand, die Handfläche. Schaut da rein. Und ich bitte jetzt, dass ihr genau euch auf dieses Zentrum dieser Handfläche konzentriert und versucht, eure Hand so langsam wie möglich zu schließen, aber jedoch bleibt in der Bewegung, bleibt nicht stehen. Und dann werdet ihr mal sehen, wie eure Finger zucken oder ob sie harmonisch gehen. Und wenn ihr sie geschlossen habt, haltet sie geschlossen und wartet, bis der Letzte in dieser Runde die Hand geschlossen hat. Schließt sie so langsam ihr könnt, aber bleibt in Bewegung, lasst nichts stehen, sie soll sich schließen, bis sie handgeschlossen ist. Und, habt ihr das Brummeln noch von den Scheinwerfern gehört? Habt ihr die Temperatur im Raum noch gespürt? Hier kommt Kälte. Du hast noch ein gutes Bewusstsein, ja. Habt ihr noch gesehen, dass der Kameramann in Bewegung, habt ihr die Schaltungen? Das ist es. Ja, das seid ihr. Jetzt habt ihr euch mal selber gesehen. Wenn ihr beim Fokussieren einfach weg seid. Ja? Bewusstsein bedeutet, wenn ich mich auf so eine Sache konzentriere und ich kriege in meinem Umfeld noch alles mit. Klassisch in einem Waldspaziergang. Machst einen Waldspaziergang, bist nur in dir und du gehst den Schritt der Meister. Sagst mit dem rechten Fuß Weisheit. Und mit dem linken Fuß Liebe und sonst nichts. Diese zwei Worte sagst du. Und du siehst und spürst die Natur. Und du sagst nur noch, ich rieche. Ich spüre einen Wind. Und du siehst einen Vogel fliegen. Und du sagst nur, ich schaue.
Und du bist hochkonzentriert und du nimmst alles wahr. In der Regel seid ihr in dieser Situation, verliert ihr die Zeit. Wenn ihr eine Tätigkeit nachgeht, kommt ihr in den sogenannten Flow. Die amerikanischen Wissenschaftler meinen fast, dass der Flow der gesunde Idealzustand ist. Erst ab der hohen buddhistischen Ebene beim Dalai Lama, der sieht es dann wieder anders und ist da dann eher, dem stimme ich dann eher wieder zu. Denn auch in einem Flow bin ich in einer Sache gefangen. Wenn ich aber in einem Flow bin, in einer Arbeit und es kommt jemand her zu mir, dann erschrecke ich eventuell sogar und ich bin vielleicht sogar ärgerlich, dass ich aus dem Prozess genommen werde. Das ist der Flow. Das Bewusstsein ist, ich mache meine Arbeit ganz konzentriert, da hinten fällt eine Nadel runter, ich spüre einen Wind und nehme es wahr und sage, okay, da fällt eine Nadel runter, aber ich bleibe da. Ich nehme alles wahr. Und wenn ich dann eben, komm zu mir nach Thailand in die Meditationsschule, dann schmeißt du nie wieder ein Glas um. Also, da machen wir eben genau diese Bewusstsein. Dann sage ich, ich bin durstig, also ich spreche das jetzt mal laut, was in Gedanken im Selbstgespräch ab. Sitzt du da, ich bin durstig. Okay, ich schaue. Und dann geht's los. Hand zum Glas. Ich spüre Temperatur. Glas zum Mund. Und du sagst erst jeden Schritt. Alles, was du handelst, befiehlst du dir erst selbst. Dann bist's du. Und wenn du so isst, so gehst, dann bist du sicher. Dann steigt dir nichts ein. Dann steigt euch nichts ein. Und gerade morgens, wenn ihr aufsteht und ihr lauft schon los, der Geist liegt noch im Bett und schläft, dann sind die, die dir die Lebensenergien absaugen, die Wesen, die haben dich schon am Spiegel stehen. Also, egal was ihr macht, gewöhnt euch an, alles mit Bewusstsein zu machen, dass man es einfach bewusst tut. Und deswegen ein spirituelles Bewusstsein in dem Sinne gibt es nicht. Es ist wie ein Tablett, wo ich sage, okay, mein Bewusstsein, mein Verstand, mal die Größe meines Erfassungsvermögens gesagt, nur eins oder zwei. Und von dem Tablett darfst du jetzt was raussuchen. Da ist sogar nur eins drauf, spirituelles Bewusstsein. Man kann auch materielles Bewusstsein sagen. Materielles Bewusstsein ist hohe Wertschätzung für Materie. Spirituelles Bewusstsein ist hohe Wertschätzungsmöglichkeit in fein subtilen geistigen Ebenen. Aber generell Bewusstsein heißt begrenzungsfrei und selber. Die Erweiterung des Bewusstseins heißt begrenzungsfrei zu sein, frei von Begrenzungen. Das meiste Problem ist, warum die Menschen nicht die Erleuchtung bekommen, weil das Wissen größer ist wie das Selbstbewusstsein. Man kann sich das einfach so vorstellen, wir nehmen ein klassisches deutsches Bewusstsein, ein Mikrochip, eine Briefmarke oder eine Streichholzschachtel. Das ist, also der Mikrochip ist eigentlich im deutschen Bewusstsein am ähnlichsten, natürlich nicht als Behauptung, sondern nur aus meiner Einschätzung, relativ klein, aber ganz scharf und hochkonzentriert, mikroskopisch genau und ganz klein. Wenn aber jetzt Weisheit und Wissen ist im Bewusstsein drin, wenn aber Weisheit und Wissen größer sind wie das Bewusstsein, dann könnt ihr euch das so vorstellen, wie wenn ihr ein Tischtennisball in Schuhkarton ist. Und dann fliegt das Bewusstsein da drin rum und das Bewusstsein reißt in dem gut aufgeräumten Schuhkarton eurer Weisheit und eures Wissens, sortiert von eurem Intellekt.
Ja? Dann seid ihr aber in der Begrenzung, in diesem Schuhkarton, wenn ihr da rumschaut, gefangen. Ihr kommt nicht raus, ihr reist dort rum. Wenn jetzt neues Wissen kommt, könnt ihr es nicht aufpacken, weil ihr müsst alles in den Schuhkarton rein. Es muss alles immer in den Schuhkarton rein. Es muss immer alles rein und du musst das Bewusstsein manchmal ganz klein machen und umso enger, umso mehr Wissen da ist, umso kleiner muss das Bewusstsein sich machen können, um in diesem Karton zu reisen. Manchmal kommt dann eine Bewusstseinserweiterung, dann vergrößert sich der Karton ums Vierfache, dann hast du wieder Luft, dann kannst du wieder neues Wissen reinpacken. Aber du bist in diesem Kasten gefangen. Wenn ich da oben Liebe draufschreibe, kannst du es von innen nicht sehen. Und wir sprechen nicht vom selben. Dann gibt es die Wandler, die Transformierer. Denen ist es schon gelungen, diesen Karton zu Teil zu umschließen, wie eine Kugel, aber es guckt noch eine Ecke raus. Das ist noch ein nicht ganzes Bewusstsein. Aber ein volles Bewusstsein muss komplett in der Lage sein, diesen Schuhkarton zu umschließen. Und zwar so feinstofflich, sodass man genau weiß, ich kann konvex, konkav, beide Blickwinkel sehen. Oft ist, wenn zwei Menschen streiten, haben sie unterschiedliche Blickwinkel. Der eine betrachtet die Sache von außen, der andere von innen. Wir haben das Ding mit konvex, konkav stehen. Beide haben recht, doch beide streiten. Aber wenn sie wissen, dass sie beide auf das Gleiche zeigen, nur aus anderen Sichtweisen, müssen sie nicht streiten. Und das passiert, wenn du ein absolutes Bewusstsein hast, dann hast du diesen Bang, Schuh. Die Aufzüge deines Lebens, 4 Stück, fahren gleichzeitig auf und ab. Deine Kompassnadeln zeigen in alle Richtungen gleichzeitig, dann bist du erleuchtet, dann weißt du es. Aber erst, wenn das Ganze diesen Karton umschließt. Sonst hast du nur eine begrenzte Sichtweise. Und dann gibt es nur materielles Bewusstsein im Karton. Wenn andere gar kein Wissen haben, dann ist es so klein, dass vielleicht vor lauter Bewusstsein gar kein Wissen und Intellekt mehr groß da ist und er sieht seine Weisheit gar nicht mehr, aber hat so ein großes Bewusstsein und alles ist ganz neblig. Also es gibt ganz viele Varianten, aber die Tatsache, ich muss alle Sichtweisen betrachten können, das leuchtet ein an diesem Beispiel. Und solange ich das nicht kann, bin ich irritiert, dann finde ich das Problem nicht. Und umso intelligenter ihr seid, umso größer wird die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Wenn ihr euch vorstellt, das Bewusstsein wird immer größer, es wird immer größer, es sind die Begrenzungen. Und jetzt blast einen Luftballon in diesem Schuhkarton auf. Selbst wenn das prall wird, in die Ecken kommt er nicht rein. Und du findest nicht und es kann sich nicht ausdehnen. Und dann, manchmal sagt man, ich bin zum Platzen. Das kommt daher, wenn man überall an die Begrenzungen kommt. Oder manchmal fühlt man sich, wie wenn man in einem Luftballon lebt und man spürt nur ganz leicht die Berührungen, weil sich dein Umfeld immer anpasst. Und wie du diese Luftballonwand von innen berühren willst, entfernt sie sich ein Stück, aber du kommst nicht raus. Das ist diese innere Begrenztheit und diese Gefangenheit. Deswegen rate ich allen, die von sich sagen, ich bin noch nicht erleuchtet, hört auf, euch Wissen reinzuziehen. Hört auf, euch Wissen reinzuziehen. Erleuchtet zu werden wird immer schwieriger. Arbeitet nur an eurem Bewusstsein, bis es Bang macht. Und dann nehmt das Wissen mit. Arbeitet nur an eurem Bewusstsein und nur an eurem Bewusstsein. Nur an eurem Bewusstsein, nichts anderes. Schaut euch alle an, ich kann euch genau sehen, dass die Bewusstheit, das Wort, das ihr eher selten hört, darüber, schon ein paar Mal gesagt, habt ihr einen Kuli da? Wir sollten mal noch einen Kuli hackern. Das, oder ein Filz, vielleicht irgendein Stift, dass wir eine Bewusstheit haben, wie wir uns selber sehen und ein Bewusstsein darüber, wie wir wirklich sind und ein Bewusstsein noch darüber, wie die anderen uns sehen. Aber diese Kluft, da ist unser Schatten, das ist das, wie wir uns wirklich selber sehen. Und dazu ist für euch Fernsehen das Allerwichtigste.
ob du dich selber tatsächlich so siehst, wie du dich hier gibst, oder wenn du die Sendung nachher anguckst und sagst, mein Gott, war ich das? Wer hat es von euch schon erlebt? Bin ich das? Wie viele Fremdsteuerungen sind drin? Ne? Also ganz klar, also das Bewusstsein oder die Bewusstheit darüber, wie sehe ich mich selber, und die Bewusstheit darüber, wie bin ich wirklich, ist nicht dasselbe. Und genau so ist dann unsere Zerrissenheit. Und wenn man dann das guckt, wenn man das versucht zu verbinden, dann erkennt ihr genau klassisch diesen Zeitriss. Da ist das Bewusstsein gespalten, dort kann alles rein, dort steigen sie rein, dort ist offen. Kennt ihr? So ist es aufgeklappt. Es ist ein Riss. Es ist ein Riss wie im Zeitlook. Es erinnert auch noch an viele andere Dinge. Es erinnert an viele andere Dinge. Aber es ist ein ganz einfaches Zeichen. Das passiert mit uns. Und es gilt, diese hintere Linie hochzuziehen und diesen Riss wieder zuzuziehen. Wirklich. 95% der durchschnittlichen Gesellschaft in Deutschland oder auf der ganzen Welt tanzt den Rock'n'Roll des Planeten. Die haben alle solche Dinger, ganz viele, und die steigen ein. Und ihr seid nur geschützt, wenn ihr alles, was ihr macht, mit Bewusstsein macht. Und hört auf, euch noch mehr mit Wissen vollzustopfen. Wenn ihr spirituell sein wollt, wenn ihr die geistige Welt verstehen wollt, dann müsst ihr gleichzeitig alle Sichtweisen erleben, spüren und denken können. Und wenn ihr das noch nicht habt und ihr packt über Bücher Wissen, Wissen, Wissen in euch rein, müsst ihr immer mehr mit abgleichen. Es wird immer schwieriger. Der Schuhkarton wird immer größer und der Ball des Bewusstseins bleibt klein. Und ihr habt echt erst gepackt, wenn das Bewusstsein größer ist, wie der Karton da drin, der voll Wissen, Weisheit vom Intellekt sortiert ist. Sind wir schon? Ja, dann machen wir jetzt Musik. Und wir sind ein bisschen beim Bewusstsein angekommen. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Hier heute wieder die Gruppe der Telemedialen Lebensschule. Wir haben uns schon wieder über spirituelle Themen heute eine Stunde weitergebildet und ausgetauscht. Und heute bei mir die hellsichtige Lena, die hellfühlige Maria Sitzius, der Part aus der Crew Matthias, Uwe, Lebensberater, Kartenleger. Hellfühlig, hellsichtig? Sichtig. Hellsichtig. Angela Ellen, Karten legen und hellfühlig, hellsichtig, sowas? Hellfühlig. Die hellfühlige, der Engel. Die hellfühlige Astrologin. Hellfühlig, ja? Da riecht man die Lunte, ne? Bei hellfühlig. Ja, die hellfühlige Astrologin. Heute sagte sie, ja, kommt zurück mit der Kamera. Heute steht der Tag für Gut und Böse. Liebe Zuschauer, haben Sie eine Frage zu Gut und Böse? Wollen Sie eine Beratung? Wir haben gesagt, wenn Sie uns was zu sagen haben, die letzten Tage, rufen Sie an und sagen Sie es uns, wenn irgendwas nicht stimmt. 3 Tage kein Anruf, top, zufriedene Zuschauer. Ja, dann sagen wir heute, die absolute Crew heute, die 8-fach Beratung heute hier am Tisch. Rufen Sie jetzt an. Heute gibt es kein Doppelpack, keine Einzelberatung. Wir machen jetzt ungefähr 25 Minuten 8-fach Beratung. Die geballte Kompetenz für Sie heute da. Also eine Frage, die Karten, die Sterne kriegen wir geregelt. Und dann natürlich hier die Ute, die gleich für Sie um 21.30 Uhr den ersten Block übernimmt. Und zwar, was sagen die Karten Ute heute? Ja.
Wir haben die Kerzen noch nicht angezündet. Matthias. Ute, zündest du kurz die Kerzen bitte an? Ja, liebe Zuschauer, wählen Sie sich ein. Uwe, du hast schon so oft moderiert, du kannst die Telefonnummern bestimmt schon alle auswendig. Kannst du sie uns, den Zuschauern, sagen? Ja. Ja. Oder wer kann es? Ich weiß es natürlich, für Deutschland die 11840, die kann man sich leicht merken. Österreich und Schweiz 0900 52 00 30. Matthias, meine Rettung. Wählen Sie sich jetzt ein, wenn Sie eine Frage haben. Und gut und böse. Ich sag was kurz über gut und böse, bis der erste Anrufer da ist. In einem Buch vom Prosveta Verlag, die den Meister Omram Michael Ivanhoff verlegen, gibt es ein Buch, das heißt Die Antwort auf das Böse. Und er hat es so erklärt, man muss es sich so vorstellen, wenn man einen altertümlichen Brunnen sieht, in dem zwei Ochsen eingespannt sind und der eine ist weiß und der andere ist schwarz. Und man ist auf derselben Ebene, man steht auf dem Boden und ist relativ weit entfernt, dann sieht man einen kommen und einen gehen. Und so nehmen wir das auch wahr. Mal empfinden wir das, was geschieht, als gut. Und für den anderen ist es böse. Und mal sehen wir es als böse und der andere findet es gut. Aus dieser Perspektive ist auch so ähnlich, wie ich es vorher im Unterricht gesagt habe, mit diesem Karton, wo das Wissen und die Weisheit drin ist. Und die Kugel, die des Bewusstseins, die diesen Karton umschließen kann, um alles zu verstehen. Wenn wir uns aus dieser Perspektive in die Adlerperspektive über den Brunnen erheben, dann sehen wir, dass die nicht kommen und gehen, sondern im Kreis laufen. Sie laufen im Kreis. Und das ist gut und böse. Es bewegt uns und dadurch bewegt sich was. Und einmal laufen sie so rum und der Eimer Wasser wird nach oben befördert und sie müssten rückwärts laufen, damit der Eimer nach unten geht. Aber irgendwie haben die eine Technik, dass der Eimer immer nach oben geht. Aber sie laufen so und fördern immer das Wasser nach oben. Und das ist auch das schöne Beispiel für links und rechts drehend. Also haben wir eine rechtsdrehende Bewegung, dann geht der Bohrer nach oben. Und wir steigen auf. Es ist die Ausrichtung immer 45 Grad nach oben, dann geht es mit uns aufwärts. Haben wir die Ausrichtung 45 Grad nach unten, geht es mit uns abwärts. Können alle Mütter bestätigen, wenn sie nur das Wohl ihres Kindes beachten und die Liebe zum Schöpfer vergessen, dann sind sie immer im Leid. Die Kinder machen sie fertig. Ne? Also das ist das Geheimrezept fast für jedes Leid und über jede Beziehung. Die Ausrichtung nach oben sollte immer da sein. Immer 45 Grad nach oben. Und wenn ihr sagt, meine erste Liebe geht immer zu Gott und euer Partner soll euch nur daran erinnern, dann seid ihr immer sicher. Dann kann nichts passieren. Dann seid ihr immer sicher. Ja, dieses Gut und Böse, also wie sich das Rad dreht, das ist das Verhältnis. Ist das Verhältnis von Gut und Böse nicht ausgeglichen? Dann hast du auf der einen Seite an dem Brunnen einen dicken, fetten, schwarzen Ochsen und der andere hängt nur noch so halblebig an der Stange und muss mitgezogen werden. Ne? Da hat fast keine Kraft.
Also für das kosmische Gleichgewicht ist es am allerwichtigsten, nicht dass Gut und Böse nicht mehr existieren. Wir haben gerade an diesem Beispiel gesehen, es ist eh nur eine Sichtweise. Von oben betrachtet sehen wir, hier wird was bewegt. Ja. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann neigt, wenn der schwarze Stier sozusagen die Überhand läuft, dann dreht er auch um und läuft links drehend. Und wenn der Weiße geht, dann herrscht der und alles geht nur rechts drehend. Aber die Spirale geht dann so schnell, dass er sich verliert. Also beide müssen miteinander gehen, aber aus dem Gesichtspunkt zum Wohle aller und nicht zum Gesichtspunkt zum Wohle nur mir. Also umso mehr Einfluss zum Wohle nur mir, geht der Eimer runter und zum Wohle aller rechts drehend geht der Eimer hoch. So als Beispiel. Jetzt sage ich nichts mehr, weil ich einen Anrufer möchte. Wir wünschen uns einen Anrufer. Wir haben übrigens, als wir die Sendung hatten und dann hat die Luna gesagt, warum ruft niemand an, testet mal, ob es überhaupt geht, ging es tatsächlich nicht. Der Dr. Schiedliuzzi wollte sich einwählen, es war immer besetzt. Also, liebe Zuschauer, versuchen Sie es dann mal, wenn es mit dem Festnetz geht, nicht geht, mit dem Handy, oder wenn es mit dem Handy nicht geht, mit dem Festnetz. Und sollten Sie uns nicht erreichen können, telefonisch aus irgendeinem Grund, weil es vielleicht eine andere Macht nicht will, dann lassen Sie es uns wissen per E-Mail, lassen Sie es uns zukommen. Gut, bis ein Anrufer dann noch kommt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Fängt die. Kurze Umstellung im Programm. Kleines Missverständnis. Gerade erfahre ich von der Regie, Alexander Kopitkov ist heute doch da. Der ist am Freitag nicht da. Und somit verschiebt sich das Ganze ein bisschen nach hinten. Ja. Und nun würden wir uns trotzdem freuen, wenn wir einen Anrufer begrüßen dürften. Gibt es irgendwas, Regie? Gar nichts. Ah, die Telefone für die Berater sind da. Also wählen Sie sich ein. Und ja, Lena, stell dich doch noch mal selber ein bisschen vor und sag, warum die Anrufer am besten dich anrufen. Hallo, ich bin Lena. Ich bin hellsichtig und hellfühlig und ich höre Stimmen aus der Flamme meiner geweihten Kerze in Verbindung mit meiner Kristallkugel. Zudem lege ich zwar auch noch Karten und ich helfe Ihnen in allen Lebensbereichen. Liebe, Beruf, Finanzen, Gesundheit nur bedingt, weil ich kein Arzt und kein Heilpraktiker bin. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Ihre Lena. Hallo, liebe Zuschauer. Mein Name ist Maria. Ich berate Sie gerne in allen Lebenslagen. Aufgrund meiner Hellsicht kann ich ganz in die Tiefe gehen und kann auch Hintergründe erkennen zu einem Problem. Ich berate Sie aus meiner Mitte heraus. Und mein Lieblingsthema sind die Tiere von A bis Z, von Affe bis Zebra. Aber Sie können mich natürlich auch in allen anderen Lebensfragen konsultieren. Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Tschüss, bis gleich. Ja, also Maria und Lena, ihr könnt schon in eure Sets gehen. Liebe Zuschauer, wählen Sie sich ein. Lena und Maria sind schon gleich für Sie da. Ja, dann die Ute. Ja, liebe Zuschauer, mein Name ist Ute.
Ich arbeite hellfühlend mit meinem Schutzengel zusammen in allen Lebenslagen, die Ihnen gerade vielleicht Probleme machen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich möchte Ihnen zur Seite stehen mit meinen Karten, mit meinen Schutzengeln, mit dem Engel, der Sie begleitet. Wenn Sie wissen möchten, wer das ist, dann wenden Sie sich an mich. Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Gloria Richter. Ja, hallo, liebe Zuschauer, ich bin Gloria Richter als Astrologin hier und heute diese Konstellation von guten, bösen Dingen. Und sie ist ja nicht für uns alle auf dem gleichen Niveau, auf der gleichen Ebene erreichbar. Das heißt für Sie auch vielleicht die Frage, welches Thema berührt Sie bei mir, welches Lebensgebiet berührt Sie bei mir und wo kann ich mich in eine höhere Ebene aufschwingen? Das wäre eine wunderbare Frage. Ich bin natürlich auch für alle anderen Ebenen offen bereit, was immer für Sie da ist. Ich kann Ihnen Ihren ganz persönlichen Seelensatz mitgeben. Ich freue mich auf Sie. Bis bald. Ihre Gloria. Tja, Angela Ellen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Angela Ellen. Ich bin heute wieder als Lebensberaterin für Sie tätig und ich gebe Ihnen gern wieder Hilfestellungen in den Bereichen, die wir, wenn wir Menschen sind, zu meistern haben. Das sind die Emotionen, die Spiritualität, Liebe, Partnerschaft, das Geschäft, die Selbstständigkeit und die Finanzen, wobei das Geschäft und die Selbstständigkeit bei mir auch Hauptberatungsschwerpunkte sind. Und Sie wissen ja, ich arbeite mit und ohne Hilfsmittel. Wenn keine Hilfsmittel zum Einsatz kommen, arbeite ich mit meiner Intuition, mit meinem Wissen und meiner Erfahrung. Und auch der Erfahrungsschatz wird sehr geschätzt von meinen Kunden, weil ich immer sehr entscheidende, gute Hinweise geben kann. Und ich habe heute auch wieder mein Tarot der weißen Miezekatzen mit dabei und kann verschiedene Menschengruppen damit konfrontieren. Ich freue mich auf Ihren Anruf, ja. Ihre Angela Ellen. Vielen Dank. Ja, Uwe, was zeichnet dich aus? Liebe Zuschauer, Sie haben mich gestern Nacht, nein, eigentlich war es heute Morgen, haben Sie mir Löcher im Bauch gefragt bezüglich Ihrer Spiritualität. Und ich denke, auch da haben Sie gemerkt, ich gehe auf Sie ein, ich gucke, wo Sie im Moment stehen, bespreche das mit Ihnen und wir gucken, welche Aufgaben Sie haben. Und das natürlich nicht nur, was Spiritualität anbelangt, sondern alle anderen Lebensbereiche auch. Und ich freue mich, wenn Sie das heute auch wieder tun. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Uwe. Ja, liebe Zuschauer, gleich geht's los. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik mit unserem Engelslied. Ich bedanke mich bei der Mattia und wünsche Ihnen heute Abend ein wunderschönes Programm, eine wunderschöne Unterhaltung, viel Wissenswertes, tolle Beratungsgespräche auf Kanal Telemedial. Es gibt jetzt noch ein paar Bilder, Impressionen bis 21.30 Uhr und dann gibt es die 90-minütige Astrostunde mit Alexander Kopitkow.